sind aber total viele, die dann... Bis auf die Sommermonate, wenn extrem was Thank you.
ein bisschen Boracchen, oder? Not trying.
Ja, mal ein Ditsch. Thank you.
Thank you.
Jesufest. Sie alle wollen uns nochmals besondere Aspekte unseres Glaubens nahe bringen. Und es beginnt eben mit dem Dreifaltigkeitsfest, das sagt, Gott ist in sich Beziehung, er ist ein dreifaltiger Gott, der auch zugleich ein dreieiner Gott ist. Es gibt einen Unterschied zwischen Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, und doch bilden sie zusammen eine Einheit. Es ist in der Tat ein Glaubensgeheimnis, das gar nicht so leicht zu verstehen ist, das nur im Glauben in welcher Weise erfasst werden kann, zu dem wir uns immer wieder nur annähern können, dass wir wohl nie in der Fülle begreifen werden. Und so ist es gut, dass wir uns diesem Glaubensgeheimnis an diesem Fest wieder neu stellen. So rufen wir Jesus Christus und sein Erbarmen in unserer Mitte. Thank you.
Thank you.
Nee. Kurkotsch, nu check mijn app, ik heb of Thank you.
Bis dahin hast du einen.
Also Venedig selber waren wir jetzt nicht, aber so.